Okay, so, wir sagen mal Hallo. Hallo, wir sind unterwegs zu unserem nächsten Lost Place. Müssen wir ein bisschen ernst sein. La Frette, in die Richtung La Frette. Gut, da kann vielleicht Saskia ihre frittes Pommes bekommen. Meinst du, La Frette hat was mit Kartoffeln zu tun? Nein, nein, ne? Das ist La Frette. Stimmt. La Pommes Frites. Pommes Frites, genau. Nicht weit von da, wo wir gerade waren, fahren wir zum nächsten. Mit guter Hoffnung, dass da auch was ist, dass wir Glück haben. Und ist auch ein verlassenes Häuschen, ne? Okay, sie weiß nicht, sie ist Instructor, aber sie weiß. Ich habe dir bereits erklärt, ja, ist ja auch egal, was da passiert. Ja. Wir werden ist eine sehen. Mondieu, eine kleine Mondieu. Ja, genau. Irgendwas davon war falsch. Wahrscheinlich da, wo wir jetzt hinfahren. Kann sein. Oder ist was anderes. Kann auch sein. Kann auch sein. Wir werden sehen. Egal. Wir versuchen und ja. Und sagen bis gleich. Genau. Ja. Habe ich schon rausgenommen. So ein ganz alter. Was ist das? Hier bräuchte ich definitiv Stativ. Du kannst ja noch mal holen, wie man will. Ja. So sehe ich aus. Dann mach ich nur den Helm. Upsi. Upsi. Was ist da? Ein schöner Raum? Da ist mein Stativraum. Hast du diesen Monitor da? Hab ich, ja. Oh, diese Treppe. Mhm. Ist so schade, dass so dunkel hier ist. So, aber nach eins nach dem anderen. Muss man die. Hier sind tausende Bücher. Schön. Okay, Kassetten, Bücher. Ich finde auch ein Datum drauf. Nur gerade sehe ich nichts. Ah doch, da. Aber auch wieder hier alles, so die Wände mit Stuck. Ich liebe das. Na, ne? Hier. Ja, so schön. Mega. Ja. Ist leider ein bisschen sehr schwach. Schon? Ja, mhm. Ich hab das auch noch vollgeladen. Dieser Raum, also wenn es gehen würde, ich gucke. Hier kann man aufmachen, aber. Boah. Kann man aber. Es ist so schön. Dieses Klavier. Mal gucken, ob wir die nochmal sehen können. Ja. Alles zusammengebunden. Schade. Okay, also die Fenster. Das ist echt schön, ne? Ja, ein Fenster kriegen wir leider gar nicht auf. Wahnsinn, ist einfach wunderschön. Mhm. So viele verschiedene Platten, Bücher. Ja, richtig toll. Und dieses Klavier. Schön. Nächstes Mal wird es auch deine Taschen am Ja. Und Nummer zwei Backup. Schön, Hier riecht es auch direkt nach Schimmel. Nee, wow. Einfach mal modrig so. Ja. Ach Gott. Wie süß, dass hier alles so an so Häkchen hängt. Toll. Und hier sind da noch Gurken. Neu, alt, auch ein bisschen so gemischt. Dieser Kalender, der hier hängt, ist von 2008. Okay, aber das glaube ich nicht, dass das so lang jetzt her ist. Das war ein alter Backofen. Wahnsinn. Gucken, ob die uns noch in mehreren. Oh, hier diese Schokolade oder ach, Marmelade. Mhm. Ist auch nicht mehr so fein. Boah, das ist schon hier gut am Gammeln. Ne? Ich weiß nicht, ob ich, man kann es halt nicht richtig erkennen, ob das gammelt, ob es hier mal gebrannt hat, ob da irgendwie Keine Ahnung. Das ja. Ist irgendwie schwierig. Hier ist auch was von 13. Ja, dann wird das ungefähr so der Zeit. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin ungewöhnt. Ja. So schade. Voll.
Kein Wunder, dass sie so einen Hass haben auf die Szene. Ja. Ist echt schade. Hier, was ist hier neben noch? Ach, hier ist so zum Abspülen, so ein Wisch. Süß. Wie groß einfach. Toll. Ah, hier, Waschmaschine. Das ist ein Keller, so Abstellraum mit verschiedenen Sachen. Ja. Okay. Oh, hier ist so ein Krankenlift, okay. Ja. Es gibt da noch eins hier. Mhm. Sollen wir jetzt erstmal ganz hoch? Na, gehen wir hier. Oh, alte, nicht Eisenbahn, aber so Rennbahn-Sachen. Oh, hier ist aber schön. Lecco mio. Hm. Ist aber ein schönes, sehr schön. Schöner Kamin. Wurde auf jeden Fall auch benutzt. Schön sieht das aus hier auch mit diesen Wandschränken wieder. Da Dokumente sind und alles. Ach hier, guck mal die Klamotten, die hier rumliegen. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall auch großes Fell, was hier liegt. Ja, und safe echt. Ja, ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Bücher, Postkarten. Noch so ein paar Bilder. Was haben wir hier? Verschiedene Sachen. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Ich weiß nicht, ob das ein Radio ist. Oder, keine Ahnung, hier wurde auf jeden Fall ein bisschen gezeichnet, gemalt. Schön. Sieht aber toll aus hier. Süß, diese kleinen Bilder auch hier. So, hier haben wir ein Kinderzimmer, dann süß mit diesen kleinen, ach Gott, Spielsachen für die Kinder, dieses mini alte Radio, da ist auch nichts mehr so großartig drin, ne? Es sind überall so Durchgänge, kleines Babybett, süß, genau wie hier nebenan auch. Also wie gesagt, überall Türen. Hier hängen ein paar Bilder schief. Süß. Also manche Räume sind so ein bisschen, ja, durchwuselig, ne? Ach, schön. Auch wieder Kinder, Jugendzimmer, ich weiß es nicht. Könnte ja alles sein. Auch hier wieder gemalt selber. Wie schön die Bilder sind. Wow, süß. Nehmen wir mal was hier so. Ach, Mathe. Eine Postkarten. Karten, verschiedene Sachen. Süß, dieser Esel aus Pappmaché, der hier gebaut wurde. Fotoalbum. Ach, hier im der Flur hier. Ja, ist es. Hm? Süß. Wow. Und auch hier so Durchgänge. Auch hier so ein kleines Badezimmer. Leider alles wieder so voll. Ja. Bett ist süß, Himmelbett. Was ist? Schlüssel. Ach so, Schlüssel liegt rum, okay.
Süß. Nein, ich brauche keine. Vielen Dank. Ja. Ich gehe noch einmal da ins Badezimmer den Leuten das zeigen. Schöne Badewanne. Waschbecken. Süß. Auf jeden Fall schade, dass das hier auch bemalt wurde, aber ansonsten sehr, sehr nice. Also dieser Igel, der ist unten auch. Überall. Ich habe den Igel schon dreimal gesehen. Hm. Wollen wir uns hier mal verabschieden? Ach, jetzt filmt sie. Sie lässt mich wie immer, guck mal. Stich. Ja, da, wie sie filmt. Aha. Jetzt mach kein Wind, weißt nein, du? Nein, ich, die ganze Zeit, wenn ich eben hier geguckt habe, war Wind und dieses Ding war so am... Sich am Bewegen. Ja, und jetzt? Deine. Ja, verabschieden. Wir verabschieden uns. Ja, wir sagen uns. Auf Wiedersehen, au revoir. War schön und melden uns gleich zum Update. Ne? Genau. Bis dann. Auto genau. Tschüss. Jo, tschö. So, einmal Tausch. Ich hab Angst. Nein, brauchst du nicht. Du wirst schon, du wirst es schaffen. Mhm. Mal hier ein bisschen Kurve, damit hier auch mal riecht. Nicht mehr nach Furz, sondern nach gute Dings. So. Oha, okay. Ja, übertreib direkt mit Ausräucherung. Tschüss. Mach aus, ey. Das läuft bei mir nicht gut, aber das übertreib. Okay, bei mir läuft ganze Fahrt bis boah, zum... Das riecht wie bei Thailänder, so bei Massage. Schön, ne? Ja, aber gibt keine Massage. Willst du Kaugummi? Ja. Willst du zwei? Nein. Okay. Du hast Kurva Gras in den Haaren. Wir wurden jetzt gerade richtig ermahnt. Naja. Also ich habe Angst gehabt. Ich dachte, er bringt uns in. Ja, da war so ein Fettsack. Mhm. Hier so. Lalala, privé. Ja, okay. Dann haben wir gesagt, wir können kein Französisch. Genau, und dann war auch okay gewesen. Dann sind wir und auch der Englisch? Ja. Okay. Was war das für ein Gespräch? Ich weiß nicht. Und ich dachte, er sagt jetzt auf Englisch, dass es ein Privatgelände war, aber... Natürlich nicht. Nee, hat einfach ich habe dann nur gesagt, merci. Mhm. Dann war gut. Das Haus war bestimmt mal wunderschön. Schade, dass man unten die Fenster gar nicht aufmachen konnte. Wir haben es ja versucht und die anderen, die auch da waren, haben es auch versucht. Aber es geht einfach nicht, sonst könnte man viel schönere Aufnahmen machen und Bilder. Mit dieser Bücherwand und den Sesseln. Richtig schön, richtig schön, aber hat leider nicht geklappt. Mhm. Ansonsten war es schön, aber wieder durchwühlt, was ich mega kacke finde, weil... übertreibt nicht. Ich weiß nicht, als ob da eine Bombe eingeschlagen wäre. Ne? Mhm. Sachen durch die Gegend, Möbel durch die Gegend gerückt und so vor die, vors Badezimmer und so oder 666 hingesprüht. So eine Scheiße. Also irgendwelche Jugendlichen ja. Wahrscheinlich, die sich da einen Spaß erlauben. Unnötig. Deswegen sind so Leute auch hier so hellhörig. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Kann aber ich auch verstehen. Schade, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall war es sonst schön gewesen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und klickt doch gerne ins nächste Video und abonniert uns oder auch nicht, wie ihr wollt. Ist euch überlassen. Also dann bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut. Tschö, tschö. Ciao. Das ist mein Entspannungslied für... So, damit ich hier entspannte Atmosphäre habe. Nach 150 Metern. Nimm im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Was dich beruhigt, macht mich aggressiv. Wunderbar, jetzt kommt noch besser. Dreckseingang da, wo sie versucht. Scheiße. Das war nur eine Fahrschule. Ich hab gerade gedacht, kommt Polizei. Oh du Scheiße. Weil oben so Leckowani. Oh,
Kommt nix? Nee, aber... Okay. Ey. Auf jeden Fall, diese fucking Erde hat hier mich voll... Wie soll ich... Ich zeig euch das mal. Das geht kommt schon nicht mal in den ganzen Autos. Ja, musst du kurz warten. Ich kann nicht so schnell hier hoch, Alter. Bist du nicht Spider-Man, wie ich? Nee, gar nicht. Auto, Auto, Auto. Ich hoffe, es lohnt sich einfach. Guck mal meine. Ja, ja, sie schafft es. Spider-Man ist da! Jetzt auch hier! Arschloch! Arschloch! Zeig mir deinen Arsch! Upa. Bei deinem Arsch ist gar kein Scheiß! Das ist schwarz! Warum so viel Verkehr? Ja, frage ich mich auch gerade. Am besten wäre hier jetzt gleich so ein Unfall und die bleiben hier stehen 3 Stunden. Oh. Und wir stehen hier so. Okay, wir gehen jetzt. Komm, run!